Diese ganze Landmasse wird sich verschieben. Die Menschen müssen erfahren, dass das Erdbeben noch nicht vorbei ist. Es wird uns erneut treffen. Und dann mit einem Monsterbeben. Nein, Ray, das musst du nicht. Doch, Emma. Emma! Emma! Und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft. Und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die sprach: Es ist geschehen. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze. Und ein großes Erdbeben geschah, wie es dergleichen noch nie gegeben hat, seit es Menschen gab auf Erden. Ein solch gewaltiges und großes Erdbeben. Und die Städte der Heidenvölker fielen. Und die große Stadt wurde in drei Teile zerrissen. Oh mein Gott. Die Erde wird im wahrsten Sinne des Wortes auseinanderbrechen. Und selbst an der Ostküste wird es noch zu spüren sein. Und Babylon, der Großen, wurde vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Blutweines seines Zornes gibt. Ich hab dich lieb, Dad! Ich kann es nicht deutlich genug sagen. Sie müssen hier weg. Und ich meine sofort. Falls Sie das nicht können, möge Gott mit Ihnen sein. Und jede Insel entfloh. Und es waren keine Berge mehr zu. Großer Hagel mit Zentner schweren Steinen kam aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war.